Wiesengaudi-Freunde, ich stehe hier ganz klein neben dem Großen. Jimmy. Super. Jetzt stehen wir hier vor dem Almauftrieb. Du bist ja auch gleich noch dabei. Weiß ich noch gar nicht. Also wir sind ziemlich spontan gekommen. Wir wollten heute eigentlich gar nicht auf die Wiesen, aber jetzt muss ich mal gucken, wo ich irgendwie die Bändchen herbekomme. Also ich gehe gleich in Mainz Büro und dann werde ich wahrscheinlich irgendwo vorbeikommen. Okay. Gehst du denn öfter auf die Wiesen? Also ich war gestern und ist auch immer relativ unterschiedlich. Manchmal habe ich Lust, manchmal nicht. Ich gehe dann immer spontan. Okay. Welches Zelt ist dann immer so dein Lieblingszelt? Also gestern war ich im Hippodrom. Käfer gehe ich meistens immer erst später, weil da haben die natürlich ein bisschen länger auf und das ist auch eine ganz gute Gaudi. Und dann halt den Club. Okay, wo geht's dann hin? In welchen Club? Ins Mainzer. Wie ist es denn? Das interessiert wahrscheinlich die ganzen Mädels jetzt. Bist du denn Single? Ich bin Single, ja. Ah, das ist ja super. Vielleicht sollten wir nachher nochmal Nummern tauschen. Können wir machen. Jetzt bist du ja Schauspieler, Sänger. Du machst ja wahnsinnig viel. Was ist denn dein neues Projekt? Kannst du schon mal ein bisschen was erzählen? Ja, also ich mache gerade ein neues Album. Ich bin jetzt im Oktober nochmal 3 Wochen im Studio. Und es kommt dann nächstes Jahr raus. Also Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres. Okay. Ja, cool. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß auf der Wiesn. Ja? Treib's nicht zu bunt mit den ganzen Mädels. Versuch's. Und ja, dann eine friedliche Wiesn. Dankeschön. Danke.